Servus Outlaws, in diesem Video zeige ich euch, wie ihr die Pump Action Schrotflinte gratis abstauben könnt. Außerdem bekommt ihr noch $330, so kann man die Schrotflinte gleich komplett upgraden. Bleibt auf jeden Fall dran, wenn ihr sie haben möchtet. Die Pump-Action-Schrotflinte bekommt man bei einer Einbruchsmission. Man kann sie auch außerhalb bekommen, aber in der Mission bekommt man eben nochmal mehr Geld und wird an diese, ja, an die Location rangeführt. Ich zeige euch aber auch gleich noch auf der Karte, wo sie sich halt befindet, die Location, falls ihr die Mission schon abgeschlossen habt, die Schrotflinte verpasst habt oder eben auch ohne diese Mission die Schrotflinte haben möchtet. Aber wie gesagt, es gibt da ein bisschen weniger Geld. Ihr seht es auch hier gerade, bei Gegner gibt es hier diese Einbruch-Quest. Ihr müsst einfach immer mal wieder im Lager vorbeischauen, in Kapitel 2 und 3 und dann bekommt ihr die Quest mit Heavia und die führt euch oben in die Berge und das zeige ich euch auch schnell. Hier seht ihr jetzt die genaue Location über Valentine. Ihr kommt damit der Quest direkt raus, aber so könnt ihr es auch mal sehen, wenn ihr die Quest eben nicht habt oder schon abgeschlossen habt. Genau dort befindet sich eben die Schrotflinte. Ich bin jetzt oben mit Heavia angekommen. Man muss jetzt hier sein Pferd abstellen. Vergesst auf jeden Fall nicht, ein paar Waffen mitzunehmen, eine Schrotflinte oder auch zum Beispiel ein Repetiergewehr, um eben easy oben die paar Gegner zu töten. Ihr müsst dann einfach hochschleichen. Ja, ist nicht wirklich schwer. Ihr müsst dann die Leute belauschen, dann euch hinterm Stein verstecken und dann geht das Gefecht im Endeffekt auch schon los. Alle niederschießen und ja, dann geht ihr mit der Quest im Endeffekt in die Scheune rein und dort findet ihr dann eben richtig fettes Geld versteckt. Da bekommt ihr, glaube ich, schon mal um die $175 raus. Alles könnt ihr zwar nicht behalten, ein Teil geht natürlich auch wieder an die Kasse ab, an die Lagerkasse, aber ein Großteil bleibt auch bei euch und das ist schon mal das Erste. Da habt ihr nochmal ein bisschen mehr Geld rausgeholt und könnt euch dann eben ja die Schrotflinte perfekt upgraden. Wenn ihr dann ja das gemacht habt, dann geht nicht aus der Scheune raus, sondern geht nach oben. Ihr könnt natürlich auch die Leute looten, die eben auch nochmal separat Mats und natürlich auch Geld, nicht gerade wenig. Und dann klettert einfach die Leiter hoch und hinten links ist dann nochmal eine Truhe. Und in dieser Truhe lagert auch sehr viel Geld drin. Ihr holt da zweimal $50 raus. Somit habt ihr nochmal $100 mehr. Und ja, auch noch ein großer Schmuckbeutel, der ist dann auch noch beim Hehler $50 wert. Und dann habt ihr schon mal sehr gut Geld gemacht. Dann geht einfach raus ins nächste Haus. Das ist auf der rechten Seite. Da ist noch nicht die Schrotflinte, aber ihr bekommt da sehr viele Zigarettenpackungen. Auch so nochmal $13 in der Schublade. Und es liegen eben auch nochmal so Karten rum. Eine Karte von den Zigarettenbildern. Und die brauchen wir ja auch später, um ein paar besondere Gegenstände abzustauben. Deswegen holt euch auf jeden Fall auch die ganzen Zigaretten, die Premium-Zigaretten plus dieses Bild. Und dann geht es ins große Haus rein. Und da müsst ihr ins linke Hinterzimmer einfach durchlaufen. Und ja, jetzt geht die Treppe nach oben und da habt ihr im Endeffekt die geile Schrotflinte. Und ja, ihr müsst sie im Endeffekt einfach nur ganz kurz equippen und dann habt ihr sie gratis. Ihr müsst sie dann einmal putzen, sie ist eben alt, kaputt. Dann werden die Werte wieder hergestellt. Für mich ist das, also die Pump-Action-Schrotflinte ist für mich die beste Waffe oder die beste Schrotflinte eher gesagt. Klar ist die andere ein bisschen schneller beim Schießen. Aber trotzdem, klar, dieses mittlere, also einmal nachladen nach jeder Patrone, man hat 5 Schuss drin, finde ich einfach perfekt bei der Schrotflinte und zumal sieht sie auch extrem gut aus. Man kann sie natürlich dann auch gleich komplett upgraden mit dem Geld, das man dann eben bei dieser Mission noch so abgestaubt hat. Kann man sehr geiles Design auf die Schrotflinte drauf machen und ja, wie gesagt, ist meine Lieblingsschrotflinte, hat man einfach so easy gratis bekommen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, hat euch geholfen. Wenn ihr mehr zu Red Dead Redemption 2 sehen wollt, könnt ihr gerne auf meinem Kanal vorbeischauen, da findet ihr alles. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zocken. Ich bin weg. Ciao. Haut rein.